So, das ist Spori von Egidienberg. Ein sehr schöner, freundlicher Hengst. Er ist 2007 geboren, also jetzt 7 Jahre alt. Und hat eine sehr interessante Abstammung. Der Vater, der berühmte Gustav V. Grund, der mit dieser legendären Beurteilung von 1869 für Reiteigenschaften aus der Prüfung in Island rausging, bei einer 9,5 für Tölt, einer 10 für Trab, einer 8 für Pass und einer 9,5 für Temperament. Sein Vater, Gustav V. Grund, ewig und ewig viele Nachkommen, der Vater. Seine Mutter ist Svörd, eine Zuchtstute von uns, die leider recht früh gestorben ist. Die wir nur gerade kurz angeritten haben. Und Svörd war eine Tochter von Salka von Schloss Neubronn. Salka, eine Stigandi Frau Kolkos Tochter und eine unserer langjährigen, sehr guten Schuchtstuten. Gibt es mittlerweile auch schon seit ein paar Jahren nicht mehr. Und sein Vater ist Nöckwi von Karzel, der außergewöhnlich gute Viergang-Hengst. Die Malis ist mit ihm WM geritten. Die Christine Dietrich hat ganz viele Jugend- und Kinderpreise mit ihm gewonnen. Also das der Vater der Mutter. Nimmst du bitte? Dankeschön. Okay. Spori von Egidienberg. Habe ich gesagt, 7 Jahre alt. Ja. So, der Simon steht am Kopf. Nicht, weil das so gefährlich wäre, aufzusitzen, ganz und gar nicht. Aber weil ich einfach generell, okay, ist alles gut, eingeführt habe, dass wenn ich hier unten aufsitze, auch bei einem Pferd wie diesem hier, wo es absolut nicht erforderlich ist, dass immer einer am Kopf steht. Bei den jungen Pferden ist es immer schon eine große Hilfe. Und dann machen wir es einfach generell so. Wie gesagt, beim Spori nicht erforderlich, weil er ein sehr gelassenes Pferd ist. Ich war also gerade ein bisschen irritiert, was da hinten alles passiert. Aber der Adam ist unterwegs und schleppt unsere ganzen Reitwege ab. Weil durch die Unwetter von der Woche sind die Wege hart weggeschwemmt worden. Und wir haben es bisher nicht geschafft. Und jetzt fährt er mal eine Stunde mit der Schleppe durch den Wald spazieren. Gut, ups. Also trotz des Zuckers gerade ein eigentlich eher sehr relaxtes Pferd. Man kann von vornherein beide Schenkel dran haben. Man sieht jetzt direkt die erste sehr gute Gangart, nämlich ein sehr gelassener, sehr weiter schreitender, absolut taktklarer Schritt. Und so geht es mit den anderen Gangarten weiter. Ebenso der Tölt ist sehr taktklar, akzentuiert. Also im Endeffekt werden wir sehen, dass Spori ein Pferd ist, hübsches Pferd ist, mit sehr guter Abstammung und sehr, sehr guter Eignung für den Turniersport. Ich denke insbesondere an Jugendliche, die ein Pferd brauchen, von dem sie auch noch ein bisschen was lernen können. Ein Pferd brauchen vielleicht, der auch schon etwas Routine hat. Er ist schon gelegentlich auf Turnieren vorgestellt worden. Hat auch schon die eine oder andere Qualifikation erlaufen im Viergang und Tölt. Und ja, wie man sieht, es ist keiner, bei dem man jemals Angst haben müsste. Mein Kind kommt nicht sicher vom Ritt zurück. Sondern durchaus ein Pferd, was man auch gut vorwärts treiben kann. Sehr gute Bewegungen hat und wie man sieht und hört, immer sehr sauber im Takt ist. Und das langsam wie jetzt auch im schnellen Tempo. Und dann die nächste gute Gangart kommt hier. Also ist der Trab von ihm, er ist nicht so gut wie sein Vater. Sein Vater hatte die 10 für Trab, die hat er nicht.
aber richtig weit stechend, viel, viel Ausdruck dabei. Nicht sonderlich bequem, hört man an meinem Schnaufen. Obwohl es nicht schwer ist, das rauszureiten. Muss ein bisschen rund halten. Es reicht. Das ist eine Gangart mehr für junge Leute. Aber man hat gesehen, er kann das sehr gut. Und jetzt kommen wir zur nächsten guten Gangart. Ebenso gut gesprungener Galopp. Auch den Galopp kann und muss man gut vorwärts reiten. Und hier zum Abschluss noch mal eine Runde starkes Tempo tölt. Gustav von Grund, Sohn aus einer Stigandi Frau Kolkos, Nachkommen Stute. Spori von der Gienberg, 7 Jahre alt. Und direkt danach wieder diesen sehr gelassenen, raumgreifenden, weiten Schritt. Oh. Sehr zuverlässig, leicht zu reiten. Ja, alles andere hat man gesehen. Ach, vielleicht noch zu erwähnen, beschlagen, ich glaube, rundum, lass mich einmal gucken, rundum mit 8er Eisen und 200 irgendwas, 20, 40 Gramm Boots drauf. Wird von mir auch ganz viel ohne Boots trainiert. Da ist er logischerweise nicht so hoch weit und in der Aktion im Tölt, aber dafür noch einen Ticken einfacher und leichter zu reiten. Also braucht ihr auf keinen Fall. Okay, danke.